Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Vivian und mir. Von uns gibt es heute einen DM-Haul. Wir haben ein paar unserer Favoriten geshoppt und neue Produkte auch geshoppt. Oh ja. Und ja, die Sachen zeigen wir euch jetzt. Let's go. Let's go. Also als erstes habe ich mir von Essie einen Nagellack gekauft. Der ist jetzt auch ganz neu im Sortiment. Der heißt Serene Slate. Aber irgendwie sah der im DM ein bisschen khakifarbener aus. Und jetzt ist der irgendwie so dunkelgrau. Ich bin gerade ein bisschen enttäuscht eigentlich, weil ich wollte unbedingt einen, der so ein bisschen khaki ist, ja, und so ein bisschen cooler, aber mal gucken. Vielleicht sieht der ja zu Hause im anderen Licht. Oder bei den Aufträgen vielleicht, ja, auch mal. Ja, mal schauen. Muss ich mal austesten. Wenn nicht, dann gehe ich zurück zum DM, tausche den um und hole mir einen, der ein bisschen khaki farbener ist. Ja, ich finde das generell so krass, was Licht ausmacht. Ja, auch mit Foundation. Mit Foundation. So, ja. Selbst wenn du das an deinen Hals machst, du musst eigentlich rausgehen ins Tageslicht. Ja. Total. Und so ist es beim Nagellack irgendwie auch schon eigentlich fast. Auch. Aber kannst du nicht sagen, ich nehme den mal nur. Und das Licht war so komisch, der war wirklich, er war richtig grün eigentlich. Und das ist einfach grau. Ja, oder ich habe auch so den falschen genommen, aber das kann eigentlich nicht sein. Okay, mein erstes Produkt ist etwas für die Haut und zwar ein Peeling von Sante. Und ich schwöre, das ist das beste Peeling ever. Das sind zwei so Packungen, aber ihr könnt pro Packung drei Anwendungen machen. Und ich nehme das nur fürs Gesicht her. Das ist so ein mega, mega feines Peeling. Und ich finde wirklich, das ist das einzige Peeling, wo ich richtig das Gefühl habe, dass meine Poren kleiner werden und Unreinheiten weggehen. Mhm. Ich glaube, da ist sowas wie Salicylsäure drin. Das ist auch tierversuchsfrei, was eigentlich ganz cool ist. Und ohne Mikroplastik. Ohne Mikroplastik. Das ist geil, weil das sind meistens in den Peelings drin. Ach, und das ist das, was die Meere verschmutzt auch. Ah, okay. Ja, auf jeden Fall wirklich sau gut und deswegen hole ich mir das immer nach und ich finde halt auch cool, dass man nicht so viel davon braucht. Ich habe mir einen Concealer von Catrice gekauft und so heißt der One Drop Coverage Weightless Concealer Full Coverage mit Hyaluronsäure und Sweat Pro. Den habe ich mir jetzt das erste Mal nachgekauft, weil der wirklich so krass deckend ist. Ich habe noch nie in der Drogerie einen so extrem stark deckenden Concealer gesehen. Der kommt hier in so einem kleinen Glasfläschchen und dann habt ihr hier so eine Pipette. Und die Konsistenz ist auch ganz dünnflüssig und es deckt einfach nur extrem ab. Also ist echt geil, da braucht man auch nicht viel davon. Und ja, und Sophia war so überzeugend. Ja. Sie hat es mir auch gezeigt, weil ich benutze ja eigentlich immer die Liquid Camouflage von Catrice. Ja, die habe ich eben auch mal benutzt. Ja, und jetzt habe ich mir das halt auch gekauft, weil sie so drauf schwört. Und das Packaging ist schon so cute irgendwie. Finde ich ist auch. Ist richtig schwer. Ja, das Einzige, was ich jetzt nur gerade sehe im Licht, dass da gar nicht so viel Produkt drin ist. 7 Milliliter. Das ist echt so ein Stück. Ja. Wir müssen mal vergleichen, wie viel mit dem anderen drin ist, gell? Stimmt, hast du es dabei? Ja. Ich habe ihn auch. Ich komme nicht raus. Ja, warte. Okay, warte. Also hier. 5! Ne! Krass, da ist sogar noch mehr drin. Da ist mehr drin. Im One Drop Coverage Concealer sind 7 ml und in der Camouflage Cream heißt das, glaube ich. Genau. Liquid Camouflage. Da sind 5, oder? Wie viel? 4? Voll krass, ne, 5, aber ich hätte gedacht, da wäre viel mehr drin. Ja, dachte ich auch. Krass. Ja. Aber ich finde die Verpackung viel süßer. Die Verpackung sieht hochwertiger erstens mal aus und es ist nochmal deckender. Mhm. Aber brauchst du es so deckend? Also ich bräuchte es eigentlich nicht, aber mir gefällt es, weil ich highlighte den Bereich. Ja. Ich finde auch die Farbe extrem gut, also die passt wirklich perfekt. Das ist so süß mit der Pipette. Das nächste hat jetzt vielleicht weniger mit Beauty zu tun, aber gibt es auch bei DM und zwar Strumpfhosen. Ich habe mir so eine durchsichtige mitgenommen mit 40 Dehnen, weil ich wollte, dass man wirklich ein bisschen durchsieht, weil ich heute noch auf einer Veranstaltung bin und irgendwie zerreißen die Dinger immer. Immer. Wirklich manchmal mit den Nägeln, da hast du eine neue aufgepackt. Eigentlich hätte ich mir fast zwei mitnehmen sollen. Fällt mir gerade so auf. Aber manchmal, weißt du, dann ziehst du das hoch und dann ist es schon zerrissen. Und bei einer schwarzen Strumpfhose sieht halt so eine Laufmasche echt bescheiden aus, sagen wir mal so. Das geht gar nicht. Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, die hält mir jetzt für heute und morgen. Wow. Aber ich finde die gar nicht so schlecht, die kosten halt auch nicht so viel. Das nächste Produkt ist zwar nicht von DM, aber ich wollte es euch trotzdem unbedingt zeigen, weil ich das ziemlich, ziemlich gut finde. Also ich habe es noch nicht probiert, aber die Inhaltsstoffe sprechen für sich. Und ich war eben auf der Suche nach einem Shampoo mit guten Inhaltsstoffen, was gegen Schuppen wirkt. Weil ich weiß nicht wieso, aber ich habe zurzeit so eine krass trockene Kopfhaut. Ich weiß nicht, ob es von der Ernährung kommt, von der Heizungsluft oder vom Stress oder... Keine Ahnung, auf jeden Fall ist hier kollodiales Silber oder kollodiales Hafermehl irgendwie drin
und ist auch gut für Leute mit Neurodermitis. Wir haben nämlich im DM einige Shampoos getestet mit Codecheck und da waren die Inhaltsstoffe nicht so geil, ehrlich gesagt. Also viele Sulfate und Silikone und alles mögliche und das möchte man ja eigentlich nicht auf seiner Kopfhaut haben, gerade wenn man Schuppen hat oder eine gereizte, trockene Kopfhaut. Deswegen sind wir dann zum Alnatura gegangen und haben hier von Bioturm, eben Naturkosmetik, dieses Produkt entdeckt und ja, bin jetzt mal sehr gespannt, ob das was bringt, aber die Inhaltsstoffe wirken auf jeden Fall sehr, sehr gut. War jetzt auch nicht so günstig, hat ungefähr um die 12 Euro gekostet, aber ich habe schon mehrere Sachen von der Marke Bioturm ausprobiert zu Hause und war bis jetzt eigentlich immer sehr zufrieden damit. Kommen wir zum nächsten Bioprodukt. Ökos, also wirklich so Ökotante. Ja, voll. Aber meine Favoriten sind meistens echt Bioprodukte. Ja. Pflege und zumindest. Ja, Pflege, ja. Pflege. Make-up jetzt nicht unbedingt, aber Pflege, die haben meistens gar kein Make-up, das ist immer voll schade. Ja. Ja, auf jeden Fall habe ich mir die erfrischende Reinigung von Veleda geholt und die ist für normale und Mischhaut und eigentlich ist das wie so ein Gesichtswasser, was man wieder abwäscht. Aber ich tupfe das ganz vorsichtig mit einem Wattepad auf und zwar auf meine schlimmen Stellen, hier im Kinnbereich, Mundbereich und das trocknet die Haut aus, also die Pickel, aber es reizt die Haut nicht so krass wie zum Beispiel sowas wie Teebaumöl oder krasse alkoholhaltige Produkte. Das ist wirklich viel, viel milder und hatte ich jetzt schon ewig nicht mehr und da ich jetzt so ein bisschen Unreinheiten habe, dachte ich mir, holst du dir das mal wieder, weil das war halt echt so ein alter Favorit und ich habe es lange nicht gebraucht und hoffe, dass der mir jetzt wieder hilft. Ich habe mir von Batiste mein All-Time-Favorite Trockenshampoo gekauft. Diesmal habe ich es in der Farbe Beautiful Brunette gekauft, weil ich ein bisschen dunkler wieder geworden bin. Aber sonst hatte ich das immer in Blond und bin immer super damit zufrieden eigentlich. Also die, ja, das ist echt das allerbeste. Ja, die riecht jetzt auch nicht so krass, also ich mag den Geruch irgendwie. Und ja, ich mag den auch. Ja. Ich habe mich irgendwie dran gewöhnt, sagen wir ja, so. Voll, und die machen halt keinen Grauschleier. Sind sogar vegan. Ja. Ja. Und vegan. Und hier steht nicht getestet an Tieren. Ja, das ist halt einfach ein All-Time-Favorite. Das kann man immer geht brauchen immer. Und ja. Ich mache mir das ja ehrlich gesagt jeden Tag drauf. Echt? Ja. Weil es Volumen macht. Das ist eigentlich wie ein Volumenbooster. Ja. Und wenn man, manche, du hast das jetzt nicht so, aber es gibt welche, die haben so ganz feine, glitschige Haare eher, die nicht so trocken sind. Ja. Oder die so fliegen. Mhm. Und dann tut man sich das Trockenshampoo drauf und dann ist es nicht mehr. Okay, ja, ich benutze es halt eher, wenn ich zum Beispiel ein paar Tage meine Haare nicht gewaschen habe und dann für einen Fett gegen den fettigen Ansatz. Mhm. Weil ich hab, so wie sie es eigentlich gehört. Ja, ich habe halt von Natur aus schon so viel Volumen, wenn ich die Haare frisch wasche, dann stehen die halt so ab und dann will ich eigentlich das Gegenteil. Ja, okay, nee, dann das ist nichts für dich. Ja. Deswegen mache ich es mir halt immer rein. Also Volumending habe ich auch schon gehört, dass es gut sein soll. Okay, was hast du da noch? Mein letztes Produkt ist das Evelyn Eye. Ich schminke mich ehrlich gesagt nicht so oft damit, aber hin und wieder dann doch. Vor allem, wenn ich irgendwie einen besonderen Anlass habe, wie zum Beispiel heute, wo die Sophia gekommen ist. Oder wenn ich, keine Ahnung, irgendeine Feier, irgendein Event habe. Und dann darf es auch mal ein bisschen mehr Make-up sein. Und da finde ich das halt mit dem Evelyn Eye ganz gut. Allerdings mache ich das oft so, dass ich eine flüssige Foundation erstmal ins Gesicht auftrage und dann nochmal drüber gehe, weil das Ding saugt alles auf. Ja, sonst. Das mache ich auch so. Ja. Also, aber das Finish ist schön. Ja, voll. Kennst du die von DM, diese Silikon-Sponges? Ja. Genau, also ich mache es immer so, ich mache halt das Grobe damit, mit diesem Silikon-Sponge und dann mache ich das Ei, also befeuchte ich und dann presse ich das so rein in die Haut, weil dadurch ist es schon mal auf der Haut und dann saugt der Schwamm das nicht so auf. Ja, wenn du das gleich auf dem Schwamm, dann ist es eigentlich schon weg. Ja, das ist blöd. Das ist richtige Verschwendung. Das ist eher so fürs Finish quasi, zum Einarbeiten. Ja, weil es viel ebenmäßiger aussieht, wie so Airbrush ein bisschen. Voll. Ja, genau. Und ich finde, man sollte sich solche Schwämme echt öfters nachkaufen, weil die sammeln auch viele Bakterien. Mhm. Ich tue die übrigens in die Waschmaschine. Wenn man in die Waschmaschine tut, das ist richtig krass. Beim ersten Mal, wenn man das Evelyn Eye benutzt, ist es ein bisschen härter. Mhm. Wenn man es einmal in die Waschmaschine tut, dann ist es wie das Original Beauty Blender Eye. Original. Echt? Von der Konsistenz her. Okay, nicht schlecht. Ja. Das ist cooler Geheimtipp. Oh ja. Sehr nice. Mein letztes Produkt ist hier ganz casual eine Glasfeile von Evelyn. Ich mag Glasfeilen eigentlich sehr gerne. Erstens finde ich schon die schon mal stylischer aus. Halten länger als die normalen Feilen und die sollen auch besser sein für die Nägel, damit die nicht so strapaziert werden und die sind einfach ein bisschen feiner auch irgendwie. Sieht auch irgendwie hochwertiger ja, aus. Ja, die sehen viel hochwertiger aus. Ja. Nagelfeile, ne? Nagelfeile. Kann man nicht viel dazu sagen. Feilt die Nägel. Ja.
So, das war's jetzt auch schon wieder von uns beiden. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und schaut auf jeden Fall bei der Vivian vorbei. Sie hat nämlich auch einen YouTube-Channel und ihr Instagram verlinke ich euch auch in der Infobox und checkt sie auf jeden Fall ab für Beauty und Fashion Inspo. Genau, und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao. Ciao. Slow, hope, drop, don't choke. This is a psychosis. Kitty cat broke the chicken.